Jo, moin, herzlich willkommen hier wieder in meiner Schmiede, Harrys Schmiede, ja, Spitzname Harry, Christian Heiden. Ja, die Teile sind endlich da für den Reiter KB1, Lufthammer, der da hinten steht. Den will ich heute zusammenbauen und euch dabei, ja, wie heißt es so schön, euch dabei haben. So, ja, wie gesagt, ich habe schon die meisten Teile gereinigt soweit, vorbereitet, sauber gemacht. Luftkasten habe ich schon ein bisschen umgebaut, zeige ich euch gleich mal. Ja, die, wo ich die zuerst bestellt habe, die Lager, die haben dann irgendwann mir eine E-Mail geschrieben, dass sie die doch nicht liefern können. Musste ich sie dann wieder, die haben mir das Geld dann wieder rückerstattet und ich musste die dann wieder woanders bestellen. Gut, jetzt sind sie auf jeden Fall da. Ich baue nicht alles so, wie es original war, weil wie gesagt, die Originalteile fehlen auch, weil, ja, wie gesagt, ich nehme die Teile, die halt da dran waren, aber wie gesagt, mit diesen zwei Luftansaugrohren, das war halt nicht original, das baue ich halt wieder um. Genau. Ja, Leute, abonnieren nicht vergessen. Haben immer noch die meisten nicht abonniert. Und ein Like natürlich, ne? Schon mal. Das wäre schon mal nett. Jo. Beziehungsweise Kegelrollenlager. Ja, vom Außendurchmesser sind die beide gleich. Nur vom Innendurchmesser haben wir einmal 40, einmal 50. Ja, das sind teilbare Lager. Hier ist sogar noch so eine Schutzfolie zwischen. Darf man nicht durcheinander bringen. Weil auch wenn die. Wenn man die nebeneinander legt, man sieht hier, der ist dünner als der. Und so ist der auch ein bisschen schmaler. Obwohl das eigentlich das schwächere Lager in meinen Augen die größere Last aufnehmen muss. Aber naja, deswegen muss ich jetzt hier aufpassen, wo ich die Ringe reinmache. Die werde ich halt kalt wieder reinpressen. Also die gingen auch relativ leicht raus, weil hier ist dann so ein Bund. Also das eine konnte man dann von hier rausschlagen und das andere von der anderen Seite. Die werde ich vorsichtig da reinhämmern. Ist natürlich schön wäre, wenn ich das warm machen würde. Könnte ich eigentlich auch, aber ich versuche die mal vorsichtig so, weil die das ist schon eine stramme Passung. Aber sie flutschen, also sie flutschen nicht, aber ich denke mal mit leichten Schlägen kriege ich die da vernünftig rein. Mal gucken, ob ich mich mir hier ein, ja. Wie gesagt, ich muss sehen. Ja, ich hoffe mal, die Wärme reicht. Ja, das hat doch schon ganz gut geklappt. Ja, konnte ich natürlich nicht gut zeigen, wie sie, man sieht es kaum, aber ich glaube, ich muss nur einen ganz kleinen nachkloppen. Ja, das Lager ist noch warm. Ja, ich hatte mir leider kein passendes Rohr. Deswegen musste ich leider ein schönes Chrom-Nickel-Stahl-Rohr opfern. Habe ich jetzt auch eingeschlitzt, aufgebörtelt, eine Schelle rumgemacht, dass es nicht aufgeht, dass es wirklich auf den Innenring auch draufballert. Wie gesagt, ist noch gut warm, hatte ich ja vorbereitet. Passt auch saugend schmatzend drüber. So, jetzt mache ich mir innen einmal Licht, dass ich auch was sehe. Wunderbar. Ja, in der Zeit, wo das andere Lager abkühlt, wenn das abgekühlt ist, wird das natürlich eingefettet. Montiere ich schon mal die Ringe. Kleinen Tropfen Öl. Ja, jetzt natürlich was Passendes zu finden, ist natürlich schwierig. Ich habe natürlich eine Drehmaschine, könnte mir natürlich was drehen. Aber ich kann auch einfach den alten Lagerring nehmen, den habe ich jetzt. Also das ist der alte, der ist ja noch heil. Von dem einen zumindest. Den habe ich jetzt außen am Schleifband ein bisschen abgeschliffen. Das, wenn ich ihn jetzt hier rein kann, den kann ich jetzt wunderbar hier rauflegen. Also die Seite ist glatt, das geht. Zack, kann den wieder rausnehmen und das Lager sitzt perfekt drinnen. So, das kann ich mit der anderen Seite genauso machen. So, hier kann ich schon mal ein bisschen Fett drauf machen und dann montiere ich das da weiter. Ja, ich wollte euch noch mal zeigen, das ist ja eigentlich nur hier ein recht dünnes Blech. Also was ist dünnes Blech? Also es ist irgendwie 8 mm Blech.
Also das Gehäuse ist halt aus 8 mm Blech, aber hier, wo das Schwungrad und das Lager sitzt, haben sie hier nochmal so Flacheisen rangeschweißt an beiden Seiten. Ja, wie ihr seht, das Lager sitzt drauf. Ja, da unten liegen noch die alten Kugeln, die Tonnenrollen von dem alten. Die hole ich gleich natürlich alles raus. Ja, das Schwungrad habe ich auf ein Holz abgelegt. Genau, jetzt muss ich erstmal, damit ich hier an die Schrauben rankomme, weil das ist ein bisschen ungünstig gemacht. Die Schrauben sind von innen durchgesteckt mit Muttern, aber das seht ihr gleich. Aber wie gesagt, genau, und hier oben das Blech hier. Mal wieder breit machen. Ja, das ist dann später, also die Kolbenstange geht ganz dicht an dem Blech hier vorbei. Und die Schwungscheibe ist hier unter dem Blech nachher, dass die Riemen kein Öl, weil der Zylinder, der guckt hier unten durch. Da unten guckt der raus. Und ist dann halt auch, ja, mit Öl und tropft dann natürlich auch ein bisschen Öl. Damit das nicht auf die Riemen geht und der natürlich noch Traktion hat. Jetzt kriegt das Lager, hier ist eine alte abgebrochene Kartusche, Hochleistungs-Wälzlagerfett. Das kriegt jetzt noch ein bisschen, schon mal vorweg ein bisschen Fett. Und dann schiebe ich die Welle von außen rein, da kommt das Lager, Mutter, dann haben wir das Größte schon wieder geschafft. So, ich habe das jetzt von hinten verkeilt, habe nochmal hier mit meinem Rohr das ein bisschen leicht draufgeklopft. Das ging relativ leicht drauf. Ja, leider nicht draufgedrückt, wie gesagt. So, jetzt ist halt die Frage, wie doll zieht man das an? Ich werde das jetzt anziehen, die Verkeilung dann hinten lösen. So, jetzt die Scheibe nicht vergessen. Ja, wie gesagt, ich habe das schön gefettet ordentlich. Ja, drei neue Riemen. Ja, die alten, die sind doch ganz schön glatt schon und hart. Da bin ich doch ganz froh, dass ich gleich neue Riemen mitbestellt habe, weil die nur auch nicht die Welt kosten. Ne? So, muss ich den Motor da wieder ran, die Riemen rauffummeln. Jo, Motor ist wieder fest. Ja, Deckel, der liegt, der kommt dann da wieder an die Seite ran. Das Lager ist auch, ja. So, der läuft. Ja, diese Geräusche, das ist das frische Gummi. Das hat richtig Grip. Ja, Riemenspannung ist noch also relativ locker. Muss man den mal sehen, ob ich später, wenn der Zylinder wieder drin ist, ob er denn nicht durchrutscht, ob ich den Motor nicht noch weiter nach hinten schieben muss. Aber so läuft das schon wieder ganz gut. Ja, wie gesagt, die waren schon ziemlich hart und glatt. Oder sind schon ziemlich hart und glatt, die alten. Die neuen sind so richtig grippig. Ja, hört sich ganz gut an. Ich weiß nur nicht, ob der Motor noch ganz in Ordnung ist. Der hört sich meiner Meinung nach ein bisschen komisch an. Aber werden wir sehen, wie lange er diesmal durchhält. Ja, jetzt geht es natürlich wieder dran. Ja, ich kann da nicht reinfilmen, ich habe jetzt keine Lampe. Aber auf jeden Fall auf die Schwungscheibe kommt jetzt das Pleuellager für den Arbeitszylinder. Das zeige ich euch jetzt mal. Ja, das kommt jetzt drin an die Schwungscheibe. Das ist allerdings ein 2-Reihen-Kugellager mit 2 Reihen. Die kann ich das zeigen? Ja, sieht man schlecht, aber das ist auf jeden Fall pendelnd gelagert. Aber das kann sich hier drin bewegen. Ja, ich muss hier aber allerdings die alte Kronmutter nehmen, weil die alte, die neue, das ist eine flache. Das ist tatsächlich eine hohe. Und die neue. Das ist leider eine flache, da komme ich denn, wenn das da unten drin ist, gar nicht ran. Also schon mit einer Nuss, aber ja, die alte ist noch, also die andere war Schrott, aber die hier ist noch okay, deswegen werde ich die wieder nehmen. Wird ja verstiftet. Ja, der Zylinder, also hier muss ich halt beim Einbau drauf, also die
Ja, wie gesagt, über den Schmiernibbel geht das Fett nach oben, also quasi hier, das ist ja jetzt auf Kopf, um dann hier unten den Bolzen zu schmieren. Und der, also das ist ein Deckel, den kann man abnehmen, dann sieht man das Lager, das habe ich jetzt alles schon gefettet, neue Schmiernibbel drauf, alles schön gefettet. Ja, jetzt baue ich den an, dann kann von oben der Zylinder wieder rein, verstiftet werden, festgeschraubt werden und das auch wieder dran geschraubt werden. Ja, der Zylinder, ich weiß gar nicht, also ist, also ich bin der Meinung, der ist aus Messing, weil wenn man hier so guckt, da ist hier diese helle Schicht ab. Ja, ich würde sagen, der ist aus Messing. Allerdings ist er dafür relativ leicht. Also rein theoretisch wäre mein Denken, dass der aus Alu war. Aber man kann jetzt nicht sehen. Also ich würde sagen, das helle ist die Schicht. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind hier 8 Kolbenringe. 2x4 Stück. Da muss ich mir gleich eine Schelle für bauen, dass ich die wieder reingedrückt kriege und die dabei nicht kaputt mache. Weil die sind alle an einer verschiedenen Stelle offen, um das Öl natürlich nicht durchzulassen. Jo. Ja, das ist jetzt das Montageloch. Also hier ist der Bolzen. Seht ihr jetzt hier im Dunkeln schlecht. Ja, da ich ja hier sitze und schlecht montieren kann, wenn die Kamera hier vor mir ist, werde ich das jetzt nicht filmen, aber ja, durch das kleine Loch muss ich das halt jetzt durch. Im Prinzip mache ich ja jetzt nur, das ist das Teil, das mache ich jetzt wieder drauf, mache die Mutter wieder fest, den Stift durch. Ja, und dann ist quasi, das ist das halt. Das montiere ich jetzt hier durch dieses äußere Loch und dann kommt der Zylinder wieder von oben rein. Ja, und wird dann wieder an der Stelle verschraubt und verstiftet. Und dann kommt der Luftkastengedöns. Also den Zylinder, das zeige ich euch. Aber das jetzt, weil man das jetzt schlecht sehen kann, weil ich dann davor sitze, filme ich jetzt nicht. Ja, Zylinder stecke ich jetzt rein. Ich habe mir hier so ein, quasi im Autobereich, wenn man Autokolben reinsteckt, die haben so eine speziellen Schellen, sag ich mal. Dass man die Kolbenringe zusammendrückt, dass er dann auch reinflutscht und nicht haken bleibt und kein Kolbenring zerbricht. Ich habe mir jetzt mal aus dem 05er Alublech hier sowas gemacht. Wenn ich den rumgeschlagen habe, habe ich hier so einen kleinen Spalt. Dann kann ich den mit der Zange zusammendrücken und dann hoffe ich, dass er reinflutscht. Also so die Theorie. Ja, Hammer und Zange. Ich hole mal den Zylinder. Habe ich natürlich entsprechend mit dem entsprechenden Öl jetzt alles schon wieder schön eingeölt, die Kolbenringe. Ich habe das alles schön gereinigt, ausgeblasen und jetzt alles wieder neu eingeölt. Auch hier drin habe ich alles sauber gemacht und mit Öl jetzt wieder einge. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja, das Blech ist zu dünn, das reißt. Mir aus was Dickerem was machen. Ich glaube, die Schellen sind auch aus gehärtetem Blech. Oh, das geht doch gut. Gar nicht so verkehrt. So. Das war, glaube ich, hier unten die Führung. Ne? Ah, da ist er. Jetzt ist er natürlich in der Führung. Eben konnte ich ihn noch ein bisschen hin und her kippeln, weil er hier unten nicht in der Führung war. Jetzt geht das natürlich nicht mehr. Jetzt ist es. Oh, yes! Geil, Alter, wie langsam der runtergeht, ey. Oh, Alter, Schwede. Ja, wie gesagt, also ja, hier, also da das Loch, da kommt auf jeden Fall der Öler dran. Der kommt immer dann, wie gesagt, 4 Tropfen pro irgendwas, muss ich nochmal nachfragen bei meinem Kumpel, der den gleichen Hammer hat. Ja, und hier oben, ich habe jetzt auch nochmal beim anderen gesehen, wenn der Luftkasten draus ist, der drückt die Luft ja hier oben in den Luftkasten, also hier in das Loch rein, da hoch und dann in den Luftkasten, also wo er auch ansaugt, wenn er runter geht. Und ja, wie gesagt, unten ist halt auch das Loch, also wenn er runterzieht, dann
drückt er durch das Rohr da unten den vorne rein permanent und drückt den halt hoch. Das, was er hier oben rausdrückt, weil hier nicht weiter kann, ist hier ein Überdruckventil, dass der Arbeitszylinder hochgepumpt wird, wenn man das Ventil nicht betätigt. Also wenn er runterzieht, drückt er die Luft unten, unten in den, dass der oben bleibt. Wenn man es betätigt, geht die volle Power da rein und dadurch hat er die Kraft. Ja, aber das ist jetzt natürlich verdeckt. Das sieht man jetzt nicht mehr, weil der Zylinder drin ist. Wollte ich euch eigentlich vorher zeigen. Aber, naja, ist auch egal. Ja. Gut, das ist auf jeden Fall gut. Wie gesagt, unten kann ich euch jetzt wieder schlecht zeigen. Aber das sind ja auch nur zwei Schrauben und ein Stift. Und dann geht es hier oben weiter. Er ist wieder dran. Müsste jetzt gehen. Ich schalte ihn mal ein. Dürfte eigentlich nichts passieren, außer dass er ihn schon wieder hochheben müsste, weil der untere Trakt ja schon wieder in Ordnung ist. Arbeitstrakt natürlich nicht, weil ist natürlich noch offen, ne? So, Start. Also gedreht von Hand habe ich ihn. Also das war nur, weil ich vorne das Stück Holz da gerade drauf geschlagen. Ja, man sieht das Öl auch. Astrein, eine geile! Oh, ich bin so froh, dass kein Kolbenfresser war. Leute, wenn ihr wisst, wie ich mich gerade fühle, Alter. Ich bin so froh. Ja, der Deckel hat gereinigt, der hat hier einen schönen Rezess. Hier ist das Federventil. Ja, der ist einfach zentrisch, da ist egal, wie man das drauf baut. Laut Zeichnung auch keine Dichtung dazwischen. Jetzt kommt diese Feder, wo ich nicht glaube, dass sie original ist. Ist aber eine Feder, Federstahl. Die kommt hier oben rein. Mal sehen. Ja, kann man schlecht sehen. Weil ich dich da ranholen kann. Ja, genau. Ja, da kommt so ein Metallring. Das ist quasi, der sitzt hier auf den Löchern. Weil der Zylinder runter geht, dann saugt er den Ring runter und dann kommt die Luft durch die Dinger da durch. Ja, das kommt darauf. Ja, das scheint auch irgendwie so ein Gussmaterial zu sein. Also ich bin ja auch der Meinung, dass das selbst ohne Feder funktionieren würde. Aber es, man hört es auf jeden Fall. Ich mach nochmal an. So, die Oberkante, die Unterkante. Ja, passt rein, hat ein bisschen Spiel, ist gut zum Verschweißen. Ja, glaubwürdig, das Gas kommt. Ja, Strom habe ich abgemacht. Masse so dicht dran wie möglich. Aber das ist ja nur ein Drehstrommotor, da sollte nichts passieren. Ich werde das jetzt einmal viermal abheften. Und theoretisch kann ich das auch hier fertig schweißen. Dann praktisch auch. Sieht auch gut aus. Sieht gar nicht schlecht aus. Ein bisschen schlecht Licht. Ne? Auf jeden Fall einigermaßen gut rumgeschweißt. Also auf jeden Fall dicht. Ja, da raucht einer stark. Ah, Luftfilter ist dran. Jetzt der Tropföler statt ein, wo das einfach nur reinlief. Da kam nämlich überall Öl raus, viel zu viel. Und den kann man jetzt hier einstellen. Hier ist so eine kleine Befüllung. Und den kann man jetzt jedes Mal, bevor man den benutzt, befüllen. Ja, das Rohr hatte ich noch gebaut.
Steht ein bisschen ab, aber das ist für die Funktion egal. Ja, Luftfilter ist jetzt dran. Ja, das werde ich jetzt in der Farbe noch anmalen. Alles, was noch nicht mehr auf den silbernen hier, dass es ungefähr eine Farbe wieder hat. Ja, nochmal fetten. Ölen. Ja, man kann hier oben diesen kleinen Nippel, so ist er quasi ausgeschalten. Dann ist die, also hier unten ist eine Nadel drin. Wenn er so ist, ist die Nadel halt unten, also der ist zu, wenn man den halt nicht benutzt. Und wenn man den Pinorek nach oben macht, so, dann kann man hier sehen, könnt ihr sehen, da bildet sich der Tropfen. Dauert ein bisschen, Fokus ist halt nicht so geil jetzt. Da, habt ihr gesehen, ist gefallen. Ja, und da bildet sich jetzt, also man soll glaube ich 4 Tropfen pro Minute, da bildet sich langsam der neue. Wird immer größer und größer. Blub. Ja, und das kann man halt hier über dieses Gewinde einstellen. Umso weiter man das reindreht, rausdreht, umso weiter geht die Nadel natürlich raus und so besser fließt das durch. Das ist wie beim Vergaser. Wer sich mit Vergasern beim Mopeds auskennt, auch da ist halt auch so ein Nadelventil. Ja, und so kann man es halt ausschalten. So ist er ein. Ja, geölt, gefettet, alles wieder fest, alles wieder gut. Gasesse läuft. Ich werde mal ein kleines Stück testen jetzt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Stück, da kann man das Gewinde noch sehen, ja, von einer alten, von so einem landwirtschaftlichen Greifer, so eine Gabelzinke, so eine Federstahl-Gabelzinke. Und das ist hinten das Gewindestück gewesen, beziehungsweise da hatten wir das Schwert draus geschmiedet im Schmiedekurs. Der Junge zumindest, oder wir beide, denn nachher von Hand, was extrem mühselig war. Ja, auf jeden Fall, er geht wieder. Ich bin jetzt mega happy. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal keine Schmiedekurse machen. Erstmal selber wieder ein bisschen was schmieden, gucken, ob er durchhält. Und das beobachten, aber ja, ich glaube, ich werde den noch ein bisschen Farbe machen wieder. Ja, einige haben halt gefragt, wie er wirklich original war. Also, wie gesagt, so sieht er halt original aus. Nicht mit diesen 2 Rohren, die hier waren und den Filter. Also der Filter ist jetzt auch nicht original, aber er macht, was ein Filter macht. Genau. Ja, wie gesagt. Ja, ich bin froh, dass er wieder geht. Das ist nun doch relativ einfach. Also ist ja ganz einfache Mechanik, diese Hämmer. Aber wie gesagt, das ist eine schöne Größe. Ach, ich finde den einfach gut. Ja, was soll ich sagen? Ich bin froh, dass er wieder läuft. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, hier unten könnt ihr abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Da er jetzt wieder einsatzbereit ist, kommen demnächst auch endlich mal Schmiedevideos, da ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr Zeit habe, weil ich viele Aufträge abgearbeitet habe. Ja, kommen natürlich immer neue dazu, aber ja, die größten Sachen sind durch und ja, ich freue mich auf weitere Videos mit euch. Ciao.